Das ist uns eigentlich den Kieslings irgendwie in die Wiege gelegt, dass wir irgendwie was mit Pferden machen. Man hat es im Gefühl und im Auge. Du kannst dir noch so viel Geld verdienen, aber wenn du dann nicht gesund bist, nutzt dir alles nichts. Seit 1991 ist Jens Kiesling Schmiedemeister. Das Beschlagen von Pferdehufen ist nach wie vor echte Handarbeit. Gemeinsam mit seiner Familie arbeitet und lebt der 42-Jährige im Norden Berlins. Ein Tag im Leben eines Hufschmiedes. Jetzt der zweite Teil von Dossier 24. Worin? Ach. Gut. Zeit muss sein, wa? Zensuren? Also, dass er vielleicht den Hof übernimmt, ja, aber ich glaube nicht, dass er Hufschmieden wird. Das glaube ich, das würde ich auch so abraten, weil das ist eigentlich kein Frauenberuf. Da gibt auch einige Frauen, die das machen, aber ich bin der Meinung, dass das nicht so ein Frauenberuf ist. Was sie bestimmt machen wird, hier den Hof irgendwie übernehmen, das kann ich mir vorstellen, auch die Landwirtschaft irgendwie zu übernehmen. Vielleicht hat sie ja dann auch Glück und trifft auch einen netten jungen Mann, der genau dasselbe Interesse hat wie Pia. Aber das kann man jetzt noch nicht sagen, die ist jetzt 10, also das steht alles noch in den Sternen, aber das würde ich mir jetzt schon wünschen. Kujalasi? Nee. So eine halbe. Mein Vater ist ja schon seit Jahren Schmied. Ich bin, glaube ich, die 7. Generation Hufbeschlagschmied. Und das ist uns eigentlich den Kieslings irgendwie in die Wiege gelegt, dass wir irgendwie was mit Pferden machen. In der Freizeit, neben meinem Ringersport, bin ich immer schon mit meinem Vater losgefahren und habe Pferdebeine hochgehoben, wenn er die beschlagen hat. Habe mir mal ein Taschengeld gemacht als kleiner Junge. Und irgendwie ist uns das in die Wiege gelegt. Und ja, das, glaube ich, ein Kiesling muss Schmied sein, Hufschmied. Also hierum handelt es sich wirklich um das Amboss-Werkzeug. Ganz wichtig dabei ist natürlich den Amboss, den brauchen wir. Wir brauchen dazu eine Zange, mit der wir dann die warmen Eisen aus dem Feuer holen. Wir brauchen einen Hammer, mit dem wir die Eisen dann richten. Wir sagen dazu der Ballhammer, weil der hier so eine rundete, ja, rundes vorne hat. Und wir brauchen dazu noch den Aufpasszirkel, mit dem werden wir nachher die Eisen aufbrennen. Ja. Und noch zu guter Letzt den Lochtern, um die Nagellöcher aufzulochen, nachdem wir die Eisen gerichtet haben. Also man sagt, ein Eisen hat einen Schmelzpunkt von 1100 Grad und wir befinden uns so ungefähr bei uns im Propanofen bei 800 bis 900 Grad. Also dann sind sie aber richtig schön schmiedefähig und im Gasofen kann auch kein Eisen verbrennen, weil da eine konstante Temperatur herrscht. Wiederum beim normalen Schmiedefeuer, was ein offenes Kohlefeuer ist, da kann das auch gerne mal ein Eisen verbrennen. Im Gasofen braucht man ungefähr vielleicht so 5 bis 8 Minuten oder so.
dann ist das eigentlich relativ gut warm, sodass man das doch ordentlich richten kann und formen kann. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Hufformen und man muss wirklich das Eisen nach dem Huf, man kann nicht einfach das Eisen rufnageln und rumraspeln. Es gibt doch so eine Schmiede, die das machen, aber mein Vater hat mir da doch sehr viel in die Wiege mitgelegt und man muss das halt warm machen. So schweißtreibend ist eine anstrengende Arbeit, aber wenn man das tagtäglich macht, wenn die Pferde stillstehen, ist das wirklich ein ordentlicher Job. Aber wenn die jetzt nicht alle Pferde stehen, ja still beim Pferde, liebt der Pferde junge Pferde oder so wie ältere Pferde, die können nicht lange so die Füße stillhalten und so, dann ist es schon ganz schön schweißtreibend. Aber wenn die Pferde ruhig stehen, ist das ein angenehmer Job, würde ich schon sagen. Ihr habt doch ein bisschen Technik beim Hochheben. Ich meine, wenn das ein Laie macht, dem tun nach 3 Minuten der Rücken weh. Das passiert uns natürlich nicht mehr. Die damit täglich arbeiten, das kann man nicht so. Das muss man selber mal gemacht haben, um zu sagen, Mensch, das ist schwer oder das ist nicht schwer. Also das ist schon anstrengend. Also es ist nicht so, dass man das mal so abends aus den Ärmel schüttelt oder so. Also man muss da auch schon ein bisschen standfest sein. Nee, die werden heutzutage nicht mehr selber geschmiedet. Es gibt wirklich so eine Rohlinge, die du zu kaufen kriegst in den verschiedenen Größen. Zu mir kommt auch mal ein Händler aus Mecklenburg und das rentiert sich einfach nicht, wenn man die selber vom Stab schmiedet. Ich persönlich habe es noch so gelernt. Ich hatte noch in im Volkseigenen Gestüt Kölser gelernt und mein Lehrmeister war immer der Meinung, Jens, du musst das aus einem Stück Flacheisen können und ich glaube, das auch heute noch zu können. Aber das macht heute keiner mehr, weil es einfach fertige Rohlinge gibt und das auch einfach die Arbeit erleichtert. Ein Pferd merkt eigentlich gar nichts davon vom Beschlagen. Ein Pferd hört merkt vielleicht nur diese stumpfen Klopfgeräusche. Das kriegt ein Pferd mit. Aber zum Beispiel, wenn wir das Eisen aufbrennen, das darf ein Pferd nicht mitkriegen. Dann hätte man die Hufe zu kurz gemacht, weil der Huf ist ein ganz schlechter Wärme- und Kälteleiter. Weil die Pferde, die in der Tundra laufen, bei Minusgraden, die sind nicht lahm oder nicht empfindlich. Und die in der Savanne laufen, die Klauentiere und Pferde und Zebras, die sind ja auch nicht empfindlich. Also das merken überhaupt nichts davon. Der Fliesenleger zum Beispiel, der muss Arbeit machen und das muss 10, 15 Jahre halten. So, aber der Hufschmied, die Pferde, Hufe, die wachsen immer. Und das muss immer irgendeiner machen. Also irgendeiner macht es auch immer. Ob ich das nun bin oder ob das ein Kollege ist oder so. Und es wird immer, gerade in Berlin, wir sind Welthauptstadt, es wird immer Pferde geben. Auch hier im Speckgürtel von Berlin. Von daher werden wir hier immer Arbeit haben.
ich gesund bleibe. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass die Firma weiterlebt, dass wir uns alle irgendwie lieb haben hier. Das ist, eigentlich ist Gesundheit, glaube ich, das A und O, was zählt. Und du kannst dir noch so viel Geld verdienen, aber wenn du nicht gesund bist, nutzt dir alles nichts. Gesundheit, das wünsche ich mir. Und dass die Firmen, dass der landwirtschaftliche Betrieb gut läuft, dass der Hufbeschlag gut läuft. Und, ja.